Hier ist die 22. Jahresausgabe von Michas Zockrunde. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen heute den Boss-Sturm-Modus aus Sonic Origins in Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles mit meinem Lieblingscharakter Tails. Ich habe heute noch ein Gameplay-Video auch vorbereitet, wo wir das Ganze mit Sonic spielen. Wir blicken mal noch auf zwei Bilder aus dem Museum. Sonic und Tails helfen sich zusammen und beobachten nachts auch mal gerne die Sterne. Wirklich schön. Wir stellen uns zu Beginn gegen den Exgorger MK3. Im Boss-Sturm-Modus von Sonic Origins müssen wir die gesamten Dr. Robotnik-Kämpfe abschließen. Am Stück, nacheinander. Wir haben dazu 3 Leben. Es gibt allerdings auch noch einen Trick, wo wir uns mehr Leben machen können. Diesen werden wir auch brauchen. Mal schauen, wie es gegen den Egg Vortex aus der Hydrosie-Zone jetzt läuft. Noch ist es ja ganz fair. Wir haben Ringe. Dies wird sich gleich ändern. Gegen den Eggdrillstar MK2 haben wir zum Beispiel jetzt schon keine Ringe. Wir müssen uns entscheiden, gehen wir auf Risiko oder spielen wir lieber sachsam und vorsichtig. Ich habe mich hier für Risiko entschieden gehabt. Da hatten wir ein Leben verloren. Selbstverständlich wollen wir natürlich eine schnelle, flotte Zeit haben. Aber wir haben ja auch ganz viele Bosskämpfe. Wir haben ja jetzt hier 2 Spiele so gesehen. Sonic 3 und den Sonic und Knuckles Abschnitt. So haben wir jetzt nur noch 2 Leben, aber der Eggdrillzer MK2 war jetzt kein Problem beim zweiten Anlauf. Gegen den Egggrauächen in der Casino-Nike-Zone müssen wir Ruhe bewahren. Er hat leider eine sehr große Hitbox und von daher können wir zwar was wagen, wir könnten ihn zweimal treffen, aber das ist schon gefährlich, der zweite Angriff. Wir probieren jetzt mal den Doktor zweimal zu treffen. Einmal. Das muss man abbrechen. Denn diese kleinen grünen Kugeln, wo das sein Fahrzeug anfängt von oben, die dürfen wir schon nicht berühren. Dann wird es nämlich leider für uns nicht gut ausgehen. Es ist wirklich sehr tricky. Mit Sonic schafft man dies ein bisschen, da er einen zusätzlichen Angriff kann. Das kann Tails nicht. Im Fliegen kann man ihn auch ab und zu mal treffen. Aber irgendwie habe ich das... Ich habe das mal probiert gehabt, da kein richtiges System erkannt. Naja. Wir probieren es noch einmal, dass wir wenigstens eine Runde beschleunigen. Da hat man die grüne Kugel sogar berührt. Das hätte auch anders ausgehen können. Also es ist keine Variable, da festzustellen, wann man stirbt und wann nicht. Das werden wir in meinem Gameplay von Sonic sehen. Mit Sonic konnte ich hier ein bisschen risikoreicher spielen.
Der nächste Bosskampf findet auf der in der Ice Cape Zone statt. Eggfroster, auch hier ist Vorsicht angesagt. Mit Tails können wir schön fliegen. Allerdings habe ich mir auch durch das Fliegen eine kleine unschöne Falle gebaut, sieht selbst. Da habe ich die letzten zwei Angriffe nicht mehr bedacht. Und das hat uns jetzt hier das zweite Leben gekostet. Okay, jetzt haben wir schon nur noch ein Leben und ich glaube, wir müssen wohl oder übel im Anschluss auch mal, wenn wir ein weiteres Leben verlieren, den kleinen angesprochenen Trick benutzen. Jetzt mache ich es clever, gehe auf die andere Seite. So kann uns jetzt nichts passieren hier vorne und wir können ihn ganz beruhigt zweimal treffen. Jetzt erwartet uns ein kleiner Triple-Marathon gegen die finalen Bosskämpfe aus der letzten Zone in Sonic the Hedgehog 3. Ja, nach den Egg Cannon geht es jetzt so gegen den Egg Rocket. Der ist eigentlich relativ einfach. Und im Anschluss geht es gegen Big Arm, gegen den Final Eggman aus Sonic the Hedgehog 3. Würden wir die Kombinationsversion nicht spielen, wäre hier im Anschluss Schluss. Fun Fact im Übrigen, auf dem Sega Mega Drive in der Kombinationsversion hat man doch tatsächlich diesen Bosskampf ausgelassen. Es ging einfach nach den Egg Rocket fließend weiter im Spiel mit der Mushroom Hill Zone. Hier in Sonic Origins wurde Sonic the Hedgehog 3 so weit überarbeitet, dass man Big Arm jedes Mal spielen muss. Hier spiele ich auch ein bisschen auf Risiko, obwohl ich weiß, ich habe nur noch ein Leben. Ja, in dem Moment ging es gut, auch wenn wir ihn nicht so getroffen haben, wie ich ihn vorhin gerne gehabt hätte. Mal schauen, ob es gleich nochmal klappen wird. Man kann den ganzen Prozess also ein bisschen beschleunigen. Eigentlich schön von hinten, aber auch hier ging es schief. Ah, es hat mich natürlich gefrustet und jetzt war mir das total egal mit nur noch 0 Ringen. Aber es hat ja glücklicherweise funktioniert und der Rest ist eine sichere Nummer gewesen. Die Mushroom Hill Zone erwartet uns jetzt, die Level von Sonic und Knuckles. Ex-Scrambler, Vorsicht, fiese Falle. Wir starten sehr ungünstig im Level. Wenn man hier nach rechts drückt, hätte man dann gleich ein Leben verloren. 0 Ringe, Schwierigkeitsstufe ist also sehr, sehr hoch. Wenn ihr mich fragt, ist das der schwerste Bosssturm im gesamten Spiel. Ich habe ihn auch nicht geschafft mit mehreren Anläufen. Wir müssen jetzt in der nächsten Zone gleich mal den kleinen Lebenstrick nehmen. Flying Battery Zone, es geht jetzt gegen den Egghänger. Wir überspringen den Vorkampf, so gesehen, was ja eigentlich nur Ausweichen war vor dem Dr. Robotnik. Haben allerdings diese kleine Levelpassage mit. Trotz Ringe brauchen wir hier gleich diesen kleinen Trick, sag ich mal, um wieder ins Spiel zu kommen. Wir werden nämlich gleich leider ganz schön ärgerlich und auch noch aus einem Flüchtigkeitsfehler so gesehen Game Over gehen. So, und in dieser Angriffwelle werde ich leider leichtsinnig. Ich verliere jetzt hier einen Ring und dachte, naja, volles Risiko. Und das ging leider schief. Wenn wir jetzt auf Nein drücken, landen wir im Hauptmenü. Bei Ja würden wir wieder bei dem ersten Boss landen. Wir drücken allerdings auf Nein
kommen im Hauptmenü, laden einfach den Save und können weitermachen gegen den Egghanger. So, diese Szene würde ich mal überspringen. Ganze 35 Sekunden hat mein iPad bei der Bearbeitung angezeigt. passiert ja nichts. Man hat ja selbst Ringe, man selbst auf den einen Stachel eigentlich, ne? Kann man ja eigentlich getroffen werden. So, und der zweite Versuch wird dann auch viel besser klappen. Ah, wunderbar. Xanthopolis gegen den Egg-Golem. Wirklich guter, schöner Name. Ach, einfach mal über den Schalter hier gesprungen. Die Xanthopolis-Zone, eine meiner Lieblingszonen in Sonic the Hedgehog 3. Logischerweise dann auch keine großartigen Probleme beim Doktorkampf. Auch wenn wir mal hier Ringe verlieren, das gehört einfach dazu. Das ist meine Spielmechanik einfach. Das ist eingeplant. Man hat richtig gesehen gehabt in den ganzen Versuchen ohne Ringe. Bin ich hoffnungslos verloren. Gegen den Bosskampf aus der Lava-Wave-Zone, gegen den Egg-Inferno, werden wir jetzt leider noch einmal Gebrauch machen müssen von dem kleinen Lebenstrick. Wir gehen wieder ins Hauptmenü und laden den Save neu. Ärgerlicher Spieltod gewesen, da er eigentlich einfach ist. Wir werden nämlich gleich Ringe bekommen, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Dieser Bosskampf war eigentlich pures Durchhalten. Wir konnten eh nichts machen, außer von Plattform zur Plattform springen. So, und das Plattform vom Plattformspringen hat jetzt hier gleich sein Ende gefunden. Und der Egg-Inferno ist besiegt und wir können gegen den Giant Eggman Robo kämpfen. Werden wir es beim ersten Mal schaffen? Oder brauchen wir doch nochmal den Trick mit dem Leben, zusätzlichen Leben übers Hauptmenü? Ist ja ganz schön, dass das dabei ist am Ende. So ist der Modus nicht ganz froh. Nicht ganz so voller Frust. Ich hätte hier persönlich aufgrund des höheren Schwierigkeitsgrades, was Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles hat, mal 5 Leben gegeben. Dann wäre das durchaus machbar gewesen. Schade auch, dass man keine Aufmerksamkeit auf die Minibosse gelenkt hat. Die wurden ja in Sonic 3 und Knuckles eingeführt. Also die Bosskämpfe im Act 1. Verschenktes Potenzial, es heißt Bosssturm und irgendwie ist das hier nur fokussiert auf den Doktor. Ein bisschen schade. Der Bosssturm ist natürlich mit allen Charakteren spielbar und mit Knuckles würden wir tatsächlich auch hier den alternativen Ending-Boss spielen gegen Mechasonic. Das läuft ja ganz gut. Ah,
aber einmal zu früh gesprungen. Schade, es hat nur noch ein Treffer gefehlt, wenn ich richtig gezählt habe. Also müssen wir noch einmal unseren kleinen Lebenstrick in Gebrauch machen, dass der zweite Versuch gegen den Giant Eggman Robo. Ärgert mich ein bisschen tatsächlich, dass ich es nicht besser hingekriegt habe. Ich habe es mehrmals probiert. Ich fand den Schwierigkeitsgrad wirklich höllisch schwer. Also, das ist echt schwierig gewesen tatsächlich. Aber es waren auch jede Menge kleine Flüchtigkeitsfehler dabei. Das muss man auch mal sagen. Die perfekte Runde war es meinerseits definitiv nicht gewesen. Ich sag mal so zwei oder drei Spielverluste, Lebenverluste von Tails, die waren absolut vermeidbar. Oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall, ne? Also der Bosskampf in der Flying Battery Zone, unnötig gestorben. Einfach absolut unnötig gewesen. In der Ice Cape Zone absolut auch, wenn man schon mit Tails spielt, muss das klappen. Marble Garden Zone, okay, kann passieren, dass man, wenn man auf Risiko spielt, dass man sich mal verschätzt. Und auch hier eigentlich, das mit dem Kommando ist ja eigentlich relativ eindeutig, wenn man den Kniff raus hat. Ah, hier konnten wir sogar einmal was gut machen. Ja, und das hat sogar super geklappt hier, ne? So, und damit haben wir den Bosssturm abgeschlossen. Die Nettozeit zählt nur, also die reine Spielzeit, 11 Minuten und 37 Sekunden. Meine Bestzeit fand allerdings mit Sonic statt im Bossstorm-Modus von Sonic 3 und Knuckles. Dieses kleine Gameplay-Video werde ich entweder nachher noch oder morgen hochladen auf meinem Kanal. Das Ganze allerdings unkommentiert. Das war es mal jetzt, Michas Zockrunde für heute. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns regulär nächsten Donnerstag wieder. Dankeschön. Tschüss.